Die Gemeinde Suhl im Berner Jura hat 152 Einwohner und ist auf Personalsuche. Seit fast 2 Monaten ist der Gemeindepräsident auf der Suche nach einem Gemeindesekretär oder einer Gemeindesekretärin, die auf das Bauwesen spezialisiert ist. Es sind aber bis jetzt keine Bewerbungen eingegangen. Eine passend ausgebildete Fachperson zu finden, ist sehr schwierig, praktisch unmöglich. Das heisst, eine Möglichkeit wäre, jemanden einzustellen, der kein Fachwissen hat, und die Person im Nachhinein auszubilden. Durch das würde man aber etwa ein Jahr verlieren. Aber die Dossiers sind ja da. Wir werden sie auch behandeln, aber es wird länger dauern. Der Personalmangel ist weit verbreitet, vor allem im Bauwesen. Das Manko ist so weit verbreitet, dass die Dachorganisation der Gemeinde Jura Bernois-Boisbien Anfang Jahr eine neue Stelle geschaffen hat. Ein Experte unterstützt und berät die Gemeinde, vor allem bei den Baubewilligungen. Es ist typisch für ein reiches Land. Wir haben viele Gesetze, viele Richtlinien. Es ist tatsächlich sehr kompliziert worden. Sich mit einem Baugesuch auseinandersetzen, wenn man nicht vom Fach ist, ist tatsächlich immer kompliziert. Vor allem in den kleineren Gemeinden wird es schwierig. Im ganzen Kanton Bern sind aktuell über 100 Stellen in den verschiedenen Gemeindeverwaltungen offen. Wie lässt sich das erklären? Es ist eine Frage der Kommunikation, sagt der Verband der Berner Gemeinden. Das Image dieser Berufe müsste entstaubt werden. Also ich denke, das Betonen vom Sinnhaften von unserem Beruf, vom Nach bei den Leuten sein und für die Leute arbeiten im Dorf, ist sicher etwas, das man mehr betonen könnte. Es ist sicher auch wichtig, dass man vielleicht über den Kanal nachdenkt, wo man Werbung macht, dass man vielleicht mehr auf Social Media auch aktiv wird. Eben, Gemeinden sind dort halt so ein bisschen das, was man vor 20 Jahren gemacht hat, macht man heute auch noch. Und dort muss man vielleicht einfach beweglicher werden, die jungen Leute dort abzuholen, wo sie wirklich unterwegs sind. Die öffentliche Verwaltung muss schnell Lösungen finden, weil das Durchschnittsalter des Personals höher ist als in anderen Bereichen der Wirtschaft. Ein Drittel der Beschäftigten wird in den nächsten 10 Jahren pensioniert.